am Dezember könnt ihr einfach nicht lange den guten Glühwein, aber bei mir geht den Heinz hier in Kuchenform serviert. Yep, wir machen heute Glühwein-Muffins. Für meine Muffins brauche ich roten Wein, Schokolade, Kanäle, Kakao und einen guten Schatz Rum. Glühwein-Muffins kommen eigentlich aus meinem zweiten Buch. Und zwar ist da als Rotweinkuchen dran. Und das ist in Deutschland ein Kuchen, der ganz beliebt ist. Und über die Jahre ist der Kuchen immer mehr geschrumpft und haut man Mini-Muffins draus. Also ich trenne zwei Eier und da wird der Weiß steif geschlagen. Und da kommt auch noch ein Pot Salz dabei. Das muss ich immer, wenn ich den Weiß steif schlägt. So, und der Trick für zu gucken, ob es steif genug ist, ist den Reverse-Test. Oh Gott, ich bin so froh, dass er noch nicht draufgefallen ist. Okay, wir machen weiter mit dem Deich. Und hier klappen wir als erstes die Butter mit dem Zucker. Das geht immer so bei allen Kuchen gemacht. Und ich gehe noch nach Vanillezucker dabei. Und den mache ich immer selber, und zwar mit allen Vanillestangen. Die gehen einfach in Zucker geworfen, infusieren gelöst und ein paar Wochen ist es gut. Ja, und wenn ihr das hier zählen möchte, wir haben natürlich die schönsten Schüsseln aus den Hut, die natürlich auch viel zu klein sind und es spritzt überall hin. Schaut mein Egel dabei, da geht doch schon mit cremig. Also vermischen wir in einer zweiten Schüssel die drischen Ingredienten, also Mehl, Backpulver und ein bisschen Kanel für den Gou und Kakao für die Farbe. Das kommt auch bei der Butter dabei. So, aber ehe das die ganze Wohnung voll spritzt, mache ich nur noch meine Flüssig-Ingredienten dabei. Ich fand es witzig, weil beim Kochen benutzt ihr ja oft Wein. Wir backen eigentlich nie, außer an meine Glühwein-Muffins. Andere gute Schatz Rum. An der Teil mache ich nur mit einer Spatule weiter. Und da geht mein Eiweiß drin gehoben, für das den Deich schön locker geht. Und es kommt doch noch ein bisschen Schokolade dran. Bye bye, Gläschen. Und da kann der Deich an meine Muffinform kommen. Und die können für 12 Minuten an der Schäfchen kommen. Eise richtig also gut noch Glühwein. Die dürfen noch kurz aufkillen und da kommt Glasur drauf. Und Glasur ist auch ein bisschen busy. Puderzucker, ein Pötzkanel und rote Wein. Und das sind mein Glühwein in Kuchenform. Und ich mache am allerbesten mit einer Tasse warmen Glühwein dabei.